viertes Spiel am heutigen Tag in der zweiten Runde. Und ein alter Bekannter aus der ersten Runde, den sehen wir jetzt wieder. Cedric Marcel Stäbe, der gegen Radek Stepanek antritt. Wir steigen ein beim ersten Spiel. Einstand 40 beide. Aufschlag für den Deutschen. Und er hat nicht ganz so recht ins Spiel hineingefunden, ins erste Spiel. Da fehlt ein bisschen Sicherheit. Diesen Spielzug spielt er natürlich genial. Hält den Ball am Laufen und peitscht ihn dann schön in die Ecke. Und Stepanek kann da eigentlich nur noch hinterher schauen. Und ist auch nicht wirklich glücklich über diesen Ballwechsel. Da nochmal diese peitschende Vorhand. Der Nummer 72 in der ATP-Weltrangliste. Und ja, das ist die Nummer 78. Der Tscheche hadert ein bisschen mit dem Boden. Aber es geht natürlich weiter. Vorteil für Stäbe. Und mit einem Ass holt er sich sein erstes Spiel dann doch. Das gibt erstmal Selbstvertrauen für das Match. Super wichtig, gut in das Match dann hineinzukommen mit dem ersten Aufschlagspiel. Denn Stepanek hatte auf den Aufschlag beim Coin Toss, den er gewonnen hatte, verzichtet. Wollte receiven. So musste also Stäbe auf den Aufschlag. Zwei beide. Stäbe führt 40-15. Schlägt also auf zum Spielgewinn, zum 3-2. Und wieder so ein Hammeraufschlag. Keine Antwort vom Tschechen. Deswegen 3-2 für den Deutschen. Dann aber verliert er ein Spiel. Das musste er abgeben. Da konnte er sich nicht wehren. Und deswegen Stepanek, Radek Stepanek. 5-4, 40-15. Zwei Satzbälle. Und gleich den ersten, den nimmt er mit. Und sichert sich den ersten Satz. Eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Auch hier wieder einer der guten Aufschläge des Tschechen. Sie gaben sich nicht viel. Drei beide. Vorteil für Stepanek bei Aufschlag Stäbe. Es war nur ein Mühe, der dieses Spiel und beide Spieler unterscheiden konnte. Aber im Entscheidenden, da muss man natürlich voll da sein. Und vielleicht fehlt es da ein bisschen an Erfahrung. Stepanek ist ja der Ältere der beiden Spieler. Schöner Ballwechsel hier. Und dann ist diese Rückhand etwas zu lang und Stäbe ärgert sich. Er hätte den Ball einfach nur im Spiel halten müssen. Das gelingt ihm nicht. Also wieder ein Break für den Mann aus Tschechien. Ja, er freut sich zu Recht, denn er liegt jetzt in Führung. 4-3, eigener Aufschlag und kann auch 5-3 davonziehen. Und dann spielt er diesen Stopp aus dem Halbfeld. Sieht er ganz genau, dass der Deutsche zu weit hinten ist, quer über den ganzen Platz laufen muss. Und spielt diesen Ball wunderbar gesliced hinters Netz. Keine Chance für Cedric Marcel. 1,83 Meter groß, aber da reichen auch diese Beine nicht zu aus. 5-3. Stäbert Aufschlag. Und dann dieser Ballwechsel. Alles hat er drauf. Auch wenn dieser Lob natürlich schöner am Netz gewesen wäre. Mit allerletztem Einsatz der Tscheche keine Chance. Cedric Marcel Stäbe zeigt seine große Klasse. Und von dem werden wir noch viel sehen. Gar keine Frage. Der erste Lob von ihm. Dann so ein Notschlag, den kriegt er noch, der Tscheche. Und beim zweiten Mal kann er nur noch sich hinterherwerfen. Wir sehen es gleich nochmal. Da rutscht er schon beim ersten Mal ein bisschen weg, muss sich wieder aufrichten, springt dann hinterher. Ja, da liegt er, erschöpft am Boden, Radek Stepanek. Aber er steht natürlich schnell wieder auf. 5-3, 40-0 für den Deutschen. Drei Spielbälle und das zeigt Klasse. Am Netz holt er diesen Ball und setzt ihn genau hinter das Netz. Keine Chance. Hier nochmal in der Zeitlupe, da kommt er ans Netz. Schlechter Vorbereitungsball an sich, aber dann dieser Stopp. Besser kann
kann man es nicht spielen. Es sollte trotzdem leider nicht reichen. Zwei Matchbälle für den Tschechen Radek Štěpánek, der ja ein gutes Service bewiesen hat in diesem Spiel. Und auch diesen Service gut platziert, am Netz alles klar macht. 6:4 und 6:4. Ich will nicht sagen glücklich, aber mit ein bisschen mehr Erfahrung zieht er ein in die dritte Runde und da trifft er auf Jusný. Und im Interview sagte er, es gibt keine leichten Spiele mehr. Ich nehme alles, was kommt. Viel Glück auf dem Weg an Radek Štěpánek. Und hier sehen wir nochmal den letzten Punkt, den er sicher verwandelt. Cedric, Marcel Stäbe werden wir garantiert noch wiedersehen, auch auf den Gary Weber Open. An dieser Stelle Glückwunsch an Radek Štěpánek zu dem Sieg am heutigen Tag.